Das hört sich natürlich alles sehr eindrucksvoll an, Herr Schäuble, was Sie hier vorgetragen haben. Das Problem ist nur, dass die Geschichte des Kampfes gegen die Steuerhinterziehung von Millionären und Konzernen leider eine Geschichte eindrucksvoller Ankündigungen ist, denen in der Regel nichts als heiße Luft gefolgt ist. Ihres Kommissionspräsidentskandidaten, der inzwischen auch Präsident der Europäischen Kommission ist, Herrn Juncker. Und das, muss ich sagen, finde ich dann schon bemerkenswert, dass Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Beihilfe dafür, dass große Konzerne die Allgemeinheit in Europa in Milliarden- und Billionenhöhe schädigen können, dass das offensichtlich in diesem Europa für höchste Funktionen prädestiniert. Das ist ja schon allein ein riesiger Skandal. Und Herr Schäuble, wenn Sie sagen, es gibt legale Möglichkeiten, natürlich gibt es genauso legale Möglichkeiten, hier in Deutschland genau diese Art der Steuerhinterziehung von Konzernen zu verhindern. Sie brauchen ja nur Lizenzgebühren, Patentgebühren, Zinsen, die in Länder fließen, die bekanntermaßen solche Modelle anbieten und die genau diese Gebühren und Lizenzen und diese Zinsen nicht besteuern, hier nicht mehr abzugsfähig machen. Natürlich wäre das möglich. Ich kann es nicht mehr hören, dass man sich hinstellt und sagt, wir können da nichts tun. Oder gucken Sie sich Europa an. Was wurde den Krisenländern alles diktiert? Die Löhne mussten sinken, die öffentliche Beschäftigung musste abgebaut werden. Aber wer hat auch nur einmal Irland darauf hingewiesen, dass dieser unsäglich niedrige Unternehmenssteuersatz ein Problem ist? Und wenn Sie jetzt sagen, dass das Double Irish abgeschafft ist. Ja, der irische Finanzminister hat aber als nächstes gleich dazu gesagt, dass er dafür jetzt großzügige Patentboxen einführen wird. Das heißt, das ist doch ein verdummtes Verkaufen der Öffentlichkeit, was Sie hier machen. Natürlich kann die Politik das verhindern. Der Wille fehlt, und das ist das zentrale Problem. Die Ära des Bankgeheimnisses ist vorüber. Genau der Satz stand übrigens schon einmal in einem Abschlusskommuniqué eines Weltfinanzgipfels. Und das war im April 2009. Und seitdem sind die Auslandsvermögen in der Schweiz um über 14% gewachsen und die in anderen Steueroasen sogar noch mehr. Und wir erinnern uns auch noch gut, Herr Schäuble, wie Sie noch 2012 ein Abkommen mit der Schweiz wollten, das genau dieses Bankgeheimnis für alle Ewigkeit garantiert und allen Steuerhinterziehern mit Schweizer Konten eine Weißwäsche garantiert hätte. Da war wahrscheinlich bei Uli Hoeneß und Co. schon der Champagner kaltgestellt. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, wie Sie damals sich heftig beschwert haben, als dieses Abkommen im Bundesrat gescheitert ist. Wäre es nicht gescheitert, gäbe es das jetzige, was Sie jetzt so feiern, überhaupt nicht. Sie reden gerne vom Rechtsstaat. Sie reden gerne vom Rechtsstaat. Aber in Wahrheit gibt es doch längst zweierlei Recht in diesem Land. Ein Schwarzfahrer kann im Knast landen, wenn er ein paar Mal ohne Ticket in der S-Bahn erwischt wird. Ein Kleinbetrieb, der mit seiner Mehrwertsteuer im Rückstand ist, wird unter massiven Druck gesetzt und nicht selten in den Konkurs getrieben. Große Konzerne dagegen werden Scheunentore an Möglichkeiten eröffnet, eben Steuern ganz legal nach unten zu drücken. Und gleichzeitig, wer die Allgemeinheit als Privatperson um Millionen prellt, soll eben auch in Zukunft die Chance haben, sich bei Witterung von Gefahr durch Selbstanzeige Straffreiheit zu erkaufen. Das ist doch ein einziger Skandal. Wenn ein reuiger Bankräuber irgendwann seine Beute zurückgibt, kann er auch nicht als unbescholtener Bürger das Haus wieder verlassen. Bankraub bleibt auch dann strafbar, wenn man ihn aus Angst vor Aufdeckung selbst zur Anzeige bringt. Und da muss man Sie von CDU und CSU, aber auch von der SPD natürlich fragen, finden Sie das Ausrauben der Allgemeinheit wirklich so viel harmloser als das Ausrauben einer Bank? Wir finden das nicht als Linke. Und zumal es sich beim Raub an der Allgemeinheit um weit größere Summen handelt. Allein in Deutschland schätzt man die Ausfälle aus Steuerbetrug und Steuertricks auf etwa 100 Milliarden Euro jährlich. 100 Milliarden, fast ein Drittel des Bundeshaushaltes. Und da behaupten Sie, ohne rot zu werden, es wäre kein Geld da für menschenwürdige Pflege, kein Geld für ordentliche Bildung, für ausreichende Kita-Plätze, für armutsfeste Rente. Was ist denn das für eine Heuchelei? Natürlich ist das Geld da. Es wird nur mit Hilfe von Banken und Finanzkriminellen in den Steueroasen dieser Welt versteckt. Das ist doch das Problem, wo das Geld bleibt. Und insoweit finde ich schon bemerkenswert, dass Politiker, die so gern über Schuldenbremsen und schwarze Nullen philosophieren,
dass sie so erkennbar wenig Ehrgeiz zeigen, dieses riesige schwarze Loch in den öffentlichen Finanzen vielleicht mal irgendwann zu stopfen. Und nun weiß man zwar, dass die CDU selbst einschlägige Erfahrungen mit Schwarzgeldkonten und Schattenfinanzen hat, die nicht zuletzt wegen des Schweizer Bankgeheimnisses nie restlos aufgeklärt werden konnten. Aber man muss natürlich auch sagen, auch den SPD-Finanzministern Eichel und Steinbrück fiel zum Thema Steuerhinterziehung auch nicht viel mehr ein als großzügige Amnestien und eben die Einführung dieser unsäglichen Abgeltungssteuer, die bedeutet, dass Menschen, die hart arbeiten, per se höhere Steuern haben als Menschen, die von ihren Vermögenseinkommen leben. Und auch das gehört schleunigst abgeschafft. Und wenn Sie das wollen von der SPD, dann bringen Sie doch einen Antrag ein. Wir werden dafür stimmen. Sie haben doch eine Mehrheit dafür. Keine Bundesregierung hat auch nur das Mindeste an der skandalösen Situation geändert, dass wie in alten feudalen Zeiten heute genau die Reichsten der Reichen kaum noch Steuer zahlen, während diejenigen, die hart arbeiten und oft viel zu wenig dafür bekommen, während bei denen der Fiskus gnadenlos zugreift. Und das wird auch das neue Abkommen nicht ändern. Offshore-Leaks hat vor einiger Zeit aufgedeckt, wer so alles Briefkastenfirmen im Steuerparadies Panama unterhält. Die Liste las sich wie das Who is Who der deutschen Wirtschaft. Da finden wir all ihre Freunde und Geldgeber, also die Familien Quandt, Porsche und Piëch, die Kaffeedynastie Jacobs, viel alter Adel von Fink bis Habsburg und Wittgenstein. Und Panama dürfte sich in Zukunft eines weiter wachsenden Zuspruchs erfreuen, denn es gehört eben genau zu den Ländern, die dieses Abkommen nicht unterschrieben haben. Und auch die Schweiz lässt sich Zeit. Und da sagen Sie jetzt nicht, ja, da können wir ja nichts machen. Also wo gutes Zureden nicht hilft, muss man eben ein bisschen ruppiger werden. Und wenn Sie alle Zinsen und Dividenden, die in solche Steueroasen fließen, aus Deutschland oder vielleicht sogar aus der Gesamt-EU, mit einer Quellsteuer von, sagen wir, 50% belegen würden, ich garantiere Ihnen, wie rasant die Gesprächsbereitschaft dieser Steueroasen zunehmen wird. Und man muss sich natürlich schon fragen, warum Sie auch nach wie vor die eigentlichen Organisatoren dieser Steuerflucht, nämlich die Banken, unbehelligt lassen. Warum machen Sie kein Gesetz, das die Banklizenz in Deutschland daran knüpft, dass keine Tochterfirmen in Steueroasen unterhalten werden? Finden Sie es wirklich normal, dass allein die Deutsche Bank 970 Tochterfirmen in Ländern unterhält, die das Netzwerk Steuergerechtigkeit als Schattenfinanzplätze bezeichnet? Was meinen Sie wohl, was die da machen, die Südseesonne genießen? Und es waren übrigens genau diese Hebel, Quellsteuern und Druck auf die Banken, mit denen die USA weltweit Abkommen erzwungen hat, die ihnen jetzt gewährleisten, dass die Kontodaten amerikanischer Staatsbürger an sie gemeldet werden. Aber das Bekannte am Fall USA ist, an dem Abkommen, was Sie jetzt hier beschrieben haben, über gegenseitigen Informationsaustausch, da wollen Sie sich nicht beteiligen. Das heißt, die US-Steueroase Delaware wird nach wie vor ein super attraktiver Standort für ausländische Steuerflüchtige weltweit sein. Und ich sehe, dass die Bundesregierung auch das scheinbar demütig hinnehmen wird. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, Sie werden ja hier auch gleich wieder ans Mikro treten und ausgiebig Ihre Politik loben. Aber ich finde, wenn man sich die derzeitige Politik und die derzeitige Situation ansieht in Deutschland, in Europa und auch in der Welt, dann fragt man sich schon, und wenn man vor allen Dingen in Rechnung stellt, Ihre ganz persönliche Mitverantwortung für diese Situation, dann fragt man sich schon, wie Sie darauf auch noch stolz sein können. Ja, wir leben in einem reichen Land, das gute Autos und international gefragte Maschinen produziert. Aber es ist ein zutiefst gespaltenes Land. Es ist ein Land, wo selbst fleißige Arbeit nicht mehr vor Armut schützt. Und wo inzwischen die Auswahl des Elternhauses wichtiger geworden ist als die Auswahl des Berufs. Es ist ein Land, in dem kaum noch investiert wird, in dem Straßen und Brücken verrotten, in dem viele Kinder in verwahrlosten Wohngebieten aufwachsen, wo ihnen elementare Bildung vorenthalten wird. Und was tun Sie, Frau Bundeskanzlerin? Statt Problemlösungen liefern Sie Taschenspielertricks, statt solider Finanzierungen liefern Sie kreative Buchführung. Und statt wirtschaftspolitischer Rationalität okkulte Opferrituale vor ihrer neuen Göttin, der schwarzen Null, die ihnen trotz aller Beschwörungsformeln im nächsten Jahr wieder nicht erfahren erscheinen wird.
Und es gibt solide öffentliche Finanzen auch nicht, wenn gerade die reichsten Familien und die größten Konzerne kaum noch einen müden Euro zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen und der Staat dabei wegschaut. Und deswegen ist für mich die schwarze Null eigentlich ein Ausdruck einer Nullkompetenz in der Wirtschaftspolitik. Das ist das Urteil des Wirtschaftsweisen Peter Bofinger über Ihre Politik, Frau Kanzlerin. Oder vielleicht erinnern Sie sich auch noch, was Sie im August im schönen Lindau am Bodensee von den Wirtschaftsnobelpreisträgern zu hören bekommen haben. Ich gebe eine kleine Kostprobe. Merkel verfolgt eine völlig falsche Politik. Merkel scheint den Ernst der Lage nicht kapiert zu haben. Merkels Rede sei eine einzige Katastrophe gewesen. Wohlgemerkt, das ist kein Mitschnitt aus einer Mitgliederversammlung der Linken. Das waren die Urteile international renommierter Wirtschaftsnobelpreisträger über Ihre Politik, Frau Merkel. Und wenn Sie vielleicht mal zuhören könnten, vielleicht würde Ihnen das zu denken geben. Aber offensichtlich interessiert Sie das überhaupt nicht. Weggucken, weggucken, wegducken, wegreden. Das ist Ihr Dreiklang im Umgang mit den Gefahren und Problemen der Gegenwart. Aber die Gefahren sind einfach zu groß und die Probleme zu ernst, um dass wir so weiter mit ihnen umgehen könnten. Da sieht man, dass nach Ihren eigenen Planungen der Anteil der Investitionsausgaben des Bundes weiter sinken soll, nämlich von aktuell 10,1% auf nur noch 8,3% im Jahr 2018. Also so viel wirtschaftspolitische Ignoranz, das kann einem wirklich die Sprache verschlagen. Und dabei geht es nicht nur. Sie können sich ruhig aufregen. Wenn Sie sich nicht nur aufregen würden, sondern Konsequenzen ziehen, wäre es besser. Sie verhandelt nicht, sondern der Wirtschaftsminister führt einen unglaublichen Eiertanz auf, um der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Ich rede von den geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Und ich rede von den Sondergerichten für große Konzerne, mittels derer diese Konzerne in Zukunft für jede Mindestlohnerhöhung und für jedes Umweltschutzgesetz den deutschen Staat vor den Kadi ziehen können. Aber offensichtlich hat Herr Gabriel nicht mehr vor, in Ihrer politischen Laufbahn nochmals den Mindestlohn zu erhöhen oder die Umwelt zu schützen. Zumindest habe ich vernommen, dass er der Öffentlichkeit mitgeteilt hat. Diese Sondergerichte ließen sich leider nicht mehr aus dem Abkommen CETA rausverhandeln. Ja, Herr Gabriel, wenn diese Sondergerichte sich nicht mehr rausverhandeln lassen, dann muss Deutschland diese Abkommen eben ablehnen. Dann muss sie CETA ablehnen. Und das Gleiche gilt auch für TTIP. Beide Abkommen haben doch im Kern nur das Ziel, Löhne, Sozialstandards und Verbraucherschutz noch weiter auf Sinkflug zu schicken und den Kapitalismus endgültig vor den Zumutungen der Demokratie zu schützen. Das ist doch das, worum es bei diesen Abkommen geht. Und das ist das Letzte, was wir brauchen, weil dann kann man konsequenterweise auf Wahlen und Parlamentarismus auch ganz verzichten. Denn ein Bundestag, wenn wir hier im Bundestag keine Gesetze mehr machen können, die den Banken und Konzernen nicht gefallen, also dann verkommt das, was wir hier tun, wirklich zu einer schlichten Theatervorstellung. Und da muss ich Ihnen sagen, für ein Theater ist dieses Haus wirklich zu teuer und am Ende vielleicht auch zu wenig unterhaltsam. Und gerade Sie von der CDU/CSU, die Sie sich so gern auf Ludwig Erhard berufen, Sie sollten zugeben, dass er Recht behalten hat. Der Staat hat versagt auf diesem Feld und deswegen ist es geschehen um die soziale Marktwirtschaft. Wir haben nämlich keine mehr. Und auch in Brisbane haben Sie, Frau Merkel, und auch die anderen Regierungschefs wieder auf vielen wichtigen Feldern vor den Raubtieren kapituliert. Bei der Finanzmarktregulierung, beim Klimaschutz und natürlich auch bei der Bekämpfung von Steuerflucht von Konzernen. Und es ist auch bekannt, dass schätzungsweise 100 Milliarden Euro im Jahr dem deutschen Staat, dem Deutschen Bund, den Ländern und auch den Kommunen entgehen, weil es solche Modelle gibt. 100 Milliarden. Und damit gehen die Unternehmen sogar ganz offen um, dass sie das praktizieren. Die Deutsche Bank zum Beispiel lobt sich in ihrem Geschäftsbericht ausdrücklich dafür, dass sie durch eine, wie es vornehm heißt, vorteilhafte geografische Verteilung ihres Konzernergebnisses ihre Steuerzahlungen minimiert, sprich die Öffentlichkeit kräftig geschädigt hat.
Und ich finde, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Bank, die es ohne die Milliardenzahlungen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler überhaupt nicht mehr gäbe, die bankrott gewesen wäre, die ist auch noch stolz darauf, dass sie solche Modelle nutzt und dadurch die Öffentlichkeit in Milliardenhöhe schädigt. Natürlich ist das kriminell. Aber genauso kriminell ist eine Politik, die die passenden Gesetze dafür liefert oder eben die passenden Gesetze akzeptiert. Und da muss man sich gar nicht hinter der EU verstecken. Natürlich könnten wir solche Praktiken hier in Deutschland verhindern. Man muss einfach gesetzlich festlegen, dass Zinsen, Lizenz- oder Patentgebühren, die im Empfängerland nicht mit wenigstens 25% besteuert werden, dass die in Deutschland nicht mehr steuerlich abzugsfähig sind. Das könnte man doch einfach gesetzlich regeln. Und wenn Sie zu so einem einfachen Gesetz nicht in der Lage sind, wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, dann hören Sie verdammt noch mal auf, der Bevölkerung zu erzählen, was alles angeblich nicht finanzierbar wäre in diesem Land. Zum Beispiel eine gute Rente. Es ist noch keine Woche her, als das Statistische Bundesamt alarmierende Zahlen veröffentlicht hat. Danach ist das Armutsrisiko älterer Menschen seit 2006 kontinuierlich gestiegen. Immer mehr müssen Grundsicherung beantragen. Und das heißt ganz brutal, sie müssen ihren Lebensabend auf Hartz-IV-Niveau fristen. Aber was fällt der Bundesregierung dazu ein? Sie kürzen den Bundeszuschuss zur Rentenkasse, um ihre schwarze Null zu retten, und dann senken Sie auch noch den Beitragssatz zur Rentenversicherung. Aber je weniger in einen Topf eingezahlt wird, desto weniger kann man natürlich aus diesem Topf dann auch rausnehmen, in dem Falle für die Rentnerinnen und Rentner. Und das scheint ja auch genau das Ziel zu sein. Seit den von SPD und Grünen eingeleiteten Rentenkürzungen ist das Rentenniveau in Deutschland von früher 53% auf 48% abgesunken. Und in Zukunft soll es weiter bergab gehen. Das heißt, bald blüht selbst einem Durchschnittsverdiener nach einem langen Arbeitsleben ein Lebensabend auf Hartz-IV-Niveau. Ich finde, das ist einfach schändlich. Das ist Altersarmut per Gesetz. Und sagen Sie jetzt nicht, das liegt am Geld. Hören Sie auf, die Rentenkasse mit Beitragssenkungen und Versicherungsleistungen weiter zu plündern. Hören Sie auf, öffentliches Geld für Betrugsprodukte zu verschleudern. Und stellen Sie eine lebensstandardsichernde Rente ab 65 Jahren für alle Menschen wieder her. Und auch in vielen deutschen Krankenhäusern herrschen heute Zustände, die eines reichen Landes unwürdig sind. Und auch die Gründe dafür lassen sich mit Zahlen messen. Seit Mitte der 90er Jahre wurde an deutschen Krankenhäusern jede 10. Stelle im Pflegebereich abgebaut. Und was fällt Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, dazu ein? Deutschland geht es gut. Und deshalb kürzen Sie den Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds in den nächsten 2 Jahren mal eben um 6 Milliarden €. Mögen Rentner durch Armut gedemütigt werden und Pflegebedürftige früher sterben. Hauptsache, die schwarze Null lebt. Das scheint Ihre Logik zu sein. Was ist das für eine unglaubliche Politik? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der oberste Verfassungsgrundsatz der Bundesrepublik. Er gilt auch für ältere, Kranke und Pflegebedürftige. Und er steht ausdrücklich nicht unter Finanzierungsvorbehalt. Und deswegen fordere ich Sie auf, beenden Sie die unwürdige Zweiklassenmedizin. Schaffen Sie eine Bürgerversicherung, wo jeder nach seinem Einkommen einzahlt und wo alle gleiche und zwar gleich gute Leistungen sowohl im Krankheitsfall als auch bei der Pflege bekommen. Krankheit ist keine Ware, die sich als Objekt von Renditejägern eignet. Ihre Kürzung des Zuschusses zum Gesundheitsfonds, die zeigt natürlich auch noch in anderer Hinsicht, wie unehrlich Ihre Politik ist. Denn auch das Mantra keine Steuererhöhung, das gehört ja zu den Gebetsformeln, die diese Regierung unablässig vor sich hinmurmelt. Aber Sie wissen ganz genau, dass die Kürzung des Bundeszuschusses zu Beitragserhöhungen bei vielen Krankenkassen führen wird und dass eine Beitragserhöhung das Nettoeinkommen ganz genauso reduziert wie eine Steuererhöhung. Aber richtig, es gibt einen wichtigen Unterschied. Eine Beitragserhöhung bezahlen ausschließlich die gesetzlich Versicherten. Also die Arbeitnehmer vor allem. Sie belastet Normalverdiener weit mehr als Spitzenverdiener.
Und sogar Menschen mit sehr wenig Einkommen müssen diese Beitragserhöhung mitbezahlen. Das heißt, Ihr ganzes Gerede gegen Steuererhöhungen ist im Kern vollkommen verlogen. Sie haben überhaupt keine Skrupel, den normalen Beschäftigten, die heute schon die Hälfte ihres Nettoeinkommens für Steuern und Abgaben bezahlen, die noch stärker zu belasten. Sie predigen keine Steuererhöhungen. Aber worum es Ihnen im Kern geht, das ist doch keine Steuererhöhungen für Reiche. Das ist es doch, was tatsächlich Ihre Politik bewegt. Geben Sie es doch wenigstens zu. Und offenbar, Frau Bundeskanzlerin, hat Ihnen auch noch niemand den Zusammenhang zwischen Schulden und Vermögen erklärt. Geld verschwindet nämlich nicht. Geld wechselt immer nur den Besitzer. Und in den letzten 15 Jahren hat unter Ihnen, Frau Merkel, und unter Ihrem Vorgänger Gerhard Schröder in Deutschland ganz besonders viel Geld den Besitzer gewechselt, nämlich viele Milliarden, die einst der Allgemeinheit gehörten, sind auf private Konten gewandert, durch Steuergeschenke an Vermögende und an große Unternehmen und natürlich durch die milliardenschwere Bankenrettung. Und im Ergebnis haben sich in den letzten 15 Jahren eben nicht nur die öffentlichen Schulden, sondern auch die privaten Vermögen der Millionäre und Multimillionäre mehr als verdoppelt. Und deshalb wäre die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer nicht etwa eine Enteignung, wie Sie das immer gerne darstellen, sondern sie wäre im Grunde eine Rückgabe. Sie würde dafür sorgen, dass das Geld endlich mal wieder umgekehrt dem Besitzer wechselt, nämlich runter von den privaten Konten der Millionäre und Multimillionäre und rein in bessere Bildung, in bessere Pflege, in gute Renten. Und da wäre das Geld auch besser angelegt. Und es fällt übrigens auch auf, dass es wieder nur die Vermögen der Reichen sind, mit denen Sie so rücksichtsvoll umgehen. Bei den Vermögen der kleinen Leute sind Sie viel weniger zimperlich. Die auch durch Ihre Europapolitik und Ihre Kürzungsdiktate verursachte Dauerkrise im Euroraum, das ist ja die letztliche Ursache für die extremen Niedrigzinsen, die wir zurzeit haben. Und in der Konsequenz gibt es für normale Sparer mittlerweile kaum noch Anlagen, die auch nur den Werterhalt sichern. Das heißt, anders als der Millionär, der im Schnitt auf sein Vermögen Renditen zwischen 5 und 10% einfährt, zahlt der Kleinsparer längst mit seinen Spargroschen für Ihre falsche Krisenpolitik. Aber diese Enteignung der kleinen Leute, die stört Sie offenbar nicht im Geringsten. Das lassen Sie laufen, nur an das Vermögen des Geldadels. Da wollen Sie nicht ran. Und das nennt sich dann Volkspartei. Eine Partei, die zulässt, dass das Volk enteignet wird, weil sie zu feige ist, sich an das Geld der oberen 10.000 ranzugehen, um damit eine vernünftige Antikrisenpolitik zu finanzieren. Das ist wirklich skandalös. Man hat allerdings den Eindruck, es gibt etwas, das Ihnen, Frau Merkel, noch wichtiger ist als die Interessen der deutschen Unternehmen. Und das sind die Interessen der amerikanischen Regierung und der amerikanischen Wirtschaft. Bei Ihrer Rede in Sydney, Frau Merkel, haben Sie sich ja furchtbar darüber empört, dass es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch altes Denken in Einflusssphären gibt, dass das internationale Recht mit Füßen tritt. Wer hätte das für möglich gehalten, wurden Sie zitiert. Also da fragt man sich doch ernsthaft, Frau Merkel, wo leben Sie eigentlich? Und wo haben Sie in den letzten Jahren gelebt? Wo haben Sie gelebt, als die USA das internationale Recht im Irak mit Füßen getreten haben, um ihre Einflusssphäre auf das irakische Öl auszudehnen? Wo waren Sie, als unter Beteiligung Deutschlands das internationale Recht in Afghanistan mit Füßen getreten wurde und wird? Wo waren Sie, als Libyen bombardiert wurde, als die syrische Opposition aufgerüstet wurde, Waffenlieferungen an den IS eingeschlossen? War das alles Ihrer Meinung nach in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht? Und selbstverständlich ging es da auch nie um Einflusssphäre. Ich zitiere, mit jeder Ausdehnung automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten erweitert wird. Dieses alte Denken in Einflusssphären, was ja sehr erfolgreich umgesetzt wurde, das ist Ihnen wirklich nie aufgefallen, Frau Merkel. Und da gehörten Sie doch zu denen, die genau das weiter umgesetzt und unterstützt haben in Europa. Sie gehörten doch zu den Vasallen, um in der Sprache Brzezinskis zu bleiben, die genau diese Strategie mitgehen. Ich nehme ja zur Kenntnis, dass die CDU das Trauma von Thüringen wirklich immer noch so bewegt, dass sie das selbst in diese Haushaltsdebatte tragen.
Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich der SPD vorwerfe, dass sie mit ihrer Politik alles dafür tut, dass sie ihre Glaubwürdigkeit nicht wiedergewinnt und damit eben auch bei Wahlergebnissen von 26% bleibt und ihr vorwerfe, dass sie damit nie wieder den Kanzler stellen wird, dann ist das aus Sorge um dieses Land, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass nicht Frau Merkel hier ewig Bundeskanzlerin ist und dass Sie nicht ewig hier den Bundeskanzler stellen können, weil ich mir wünsche, dass es eine andere und linke Politik in diesem Land geben kann. Und ich darf Sie auch beruhigen. Ich werde gleich die SPD noch loben in einem Punkt. Also auch das werden Sie noch zu hören bekommen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es in Zukunft mehr Gründe geben würde, die SPD zu loben. Das fände ich zumindest sehr gut. Frau Merkel, jetzt haben Sie Deutschland in die Neuauflage eines Kalten Krieges mit Russland hineingetrieben, der das politische Klima vergiftet und den Frieden in ganz Europa gefährdet. Sie haben einen sinnlosen Wirtschaftskrieg angezettelt, der vor allem der deutschen und der europäischen Wirtschaft massiv schadet. Und wenn Sie da so herumstöhnen, Sie müssen ja nicht in den Unternehmen sitzen, wo die Aufträge zusammenbrechen. Sie sind da nicht Arbeitnehmer oder Unternehmer. Sie müssen das nicht ausbaden, was Sie angerichtet haben. Sie warnen vor einem Flächenbrand, Frau Merkel. Aber Sie gehören doch zu denen, die mit brennendem Zündholz herumlaufen. Verbale Aufrüstung war noch immer der Anfang von Schlimmerem. Das hat Ihnen Hans-Dietrich Genscher nach Ihrer Rede in Sydney zugerufen. Nein, man muss Putin wirklich nicht mögen. Und man muss auch den russischen Kapitalismus mit seinen Oligarchen nicht mögen. Aber Diplomatie heißt, die Interessen des Gegenübers ernst zu nehmen und sich nicht ignorant über sie hinwegzusetzen. Und es fällt schon auf, wenn inzwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow nahezu wortgleich warnen, dass ohne eine deutsch-russische Partnerschaft keine Stabilität und keine Sicherheit in Europa möglich ist. Der frühere SPD-Vorsitzende Platzek hat darauf hingewiesen, dass der Handel zwischen Russland und den USA in diesem Jahr gestiegen ist, während der Handel zwischen Russland und Europa und vor allen Dingen Deutschland massive Einbrüche erlebt hat. Als Reaktion arbeitet die CDU daran, sogenannte vermeintliche Russlandversteher wie Herrn Platzek aus dem Petersburger Dialog herauszudrängen. Und statt auf Verstehen setzen Sie offenbar lieber auf Unverstand. In der Ukraine kooperieren Sie mit einem Regime, in dem wichtige Funktionen des Polizei- und Sicherheitsapparates heute mit ausgewiesenen Nazis besetzt werden. Der Präsident Poroschenko redet vom totalen Krieg und hat den Krankenhäusern und Rentnern in der Ostukraine alle Zahlungen abgeklemmt. Und für Premier Jazenjuk sind die Aufständischen, ich zitiere, Unmenschen, die es auszulöschen gilt. Statt sich mit solchen Hasardeuren zu verbünden, brauchen wir endlich wieder eine deutsche Außenpolitik, der die Sicherheit und der Frieden in Europa wichtiger ist als die Anweisungen aus Washington. In einem Jahr, in dem sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt und der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 75. In so einem Jahr, glaube ich, wäre es dringend angebracht, sich an die Aussage Willy Brandts zu erinnern, Krieg ist nicht die Ultima Ratio. Krieg ist die Ultima Irratio. Krieg darf kein Mittel der Politik mehr sein, Frau Merkel. Und deshalb kehren Sie auf den Weg der Diplomatie zurück, stellen die Sanktionen ein. Und sollten sich in der SPD tatsächlich die Stimmen der außenpolitischen Vernunft durchsetzen, von Helmut Schmidt bis Matthias Platzek, dann bitte, Frau Merkel, hören Sie auf Ihren Koalitionspartner. Beenden Sie dieses Spiel mit dem Feuer. Ich fasse zusammen. Ihre Politik, Frau Merkel, spaltet Deutschland und versündigt sich an der Zukunft, weil Sie nicht den Mut haben, sich den organisierten Interessen von Banken und Konzernen entgegenzustellen. Sie haben das Erbe der Entspannungspolitik verspielt und Europa in einen neuen Kalten Krieg und an den Rand eines Flächenbrands geführt, weil Sie nicht den Mut haben, der US-Regierung Paroli zu bieten. Das ist keine Bilanz, auf die Sie stolz sein sollten. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes jedenfalls haben eine bessere Politik verdient. Eine Politik, die den Anspruch Wohlstand für alle endlich einmal wieder ernst nimmt und die zurückkehrt zu einer Politik der guten Nachbarschaft mit allen europäischen Nachbarn. Frau Merkel hat uns ja gerade wieder eine wunderbare Märchenstunde beschert. Europa ist auf dem guten Weg. Wir haben einen fantastischen Haushalt beschlossen. Alles wird gut.
Die Realität sieht leider etwas anders aus. Und ich möchte mich vor allem auf einige Entwicklungen beziehen, die mit Sicherheit über die Finanzierungsspielräume der europäischen Staaten wesentlich mehr entscheiden werden in den nächsten Jahren als der Umstand, ob der europäische Haushalt jetzt 10 oder 15 Milliarden mehr oder weniger hätte. Es geht vor allem um die ökonomischen Entwicklungen. Herr Steinbrück hat auf die dramatische Arbeitslosigkeitssituation in der Europäischen Union hingewiesen, vor allem auf die dramatische Situation von Jugendlichen. Wobei ich mich allerdings schon frage, Herr Steinbrück, wie Ihre zur Schau gestellte Betroffenheit in dieser Frage mit Ihrem Abstimmungsverhalten hier im Bundestag zu vereinbaren ist. Sie haben diesen ganzen Kürzungspaketen immer wieder zugestimmt. Zur Realität in Europa gehört auch, dass trotz der inzwischen 4,5 Billionen Euro, die die europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür aufgebracht haben, marode Banken zu retten, es nach wie vor von Monat zu Monat für Unternehmen schwieriger wird, bei diesen Banken Kredite zu bekommen, um Investitionen tätigen zu können. Zur Realität gehört genauso, dass die Krise inzwischen auf Deutschland zurückgeschlagen ist. Die aktuelle Studie von Ernst & Young. Danach rechnet die Hälfte aller mittelständischen Unternehmen in Deutschland mit sinkenden Umsätzen. Man sollte vielleicht nicht immer nur auf die DAX-Konzerne gucken. Sie planen eher Entlassungen als Neueinstellungen. Und jeder zehnte Mittelständler nach dieser Studie in Deutschland kämpft ums Überleben. Und das, obwohl, oder man kann natürlich auch sagen, vielleicht gerade weil, die Löhne sich in Deutschland seit über 12 Jahren hundsmiserabel entwickelt haben und eigentlich um 12% höher sein müssten, wenn sie wenigstens im Gleichklang mit der Produktivität gestiegen wären. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, darauf hat die OECD vor kurzem hingewiesen, dass viele große Unternehmen, viele Konzerne auch hier in Europa inzwischen Steuerquoten haben von etwa 5%. Zur Realität gehört, dass in den Steueroasen weltweit privates Vermögen im Volumen von über 32 Billionen Dollar nahezu steuerfrei sich vermehrt. Da macht die Bundesregierung nichts. Trotz alles Gerede über Konsolidierung und Schuldenbremsen. Das ist offenbar kein Problem. Das einzige Problem ist, ganz Europa immer wieder sogenannte Sparhaushalte und Kürzungen zu diktieren, unter dem Vorwand, dass man so die Staatsschulden reduziert. Komischerweise sinken die Staatsschulden in Europa aber in keinem einzigen Jahr. Sie sind immer wieder gestiegen. Der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, den Sie ja immerhin selber ins Boot geholt haben, hat im Oktober letzten Jahres darauf hingewiesen, dass in den Krisenländern die Wirtschaftsleistung nicht zuletzt gerade wegen dieser Kürzungsdiktate immer weiter eingebrochen ist. Und insoweit denke ich, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn die Mitglieder dieser Bundesregierung etwas weniger Zeit damit verbringen würden, diverse Investmentbanker von der Deutschen Bank bis Goldman Sachs zu treffen und etwas mehr Zeit damit, sich von Menschen und Ökonomen beraten zu lassen, die ein bisschen was von Makroökonomie verstehen. Und ich bin ja wirklich gespannt, mit welchen Verrenkungen Sie demnächst im Bundestag erklären werden, dass man selbstverständlich auch die zypriotischen Banken mit deutschem Steuergeld retten muss. Und im Grunde ist das natürlich auch nur konsequent. Also wenn uns griechische Oligarchen Milliarden wert sind, warum dann nicht auch russische Oligarchen, zumal auf zypriotischen Konten, ähnlich wie auch auf irischen natürlich, auch genug Geld aus Steuerflucht und anderen kriminellen Geschäften lagert. Und das muss natürlich unbedingt gesichert werden, sonst bricht ja die Welt zusammen, zumindest die Welt dieser Bundesregierung. Und Sie sind ja auch alle ganz stolz darauf, dass sich die Finanzmärkte in Europa seit einiger Zeit beruhigt haben. Und nicht nur die Krisenstaaten, sondern sogar die größten Pleitebanken sich plötzlich wieder refinanzieren können. Aber was der Grund dafür ist, das sagen Sie den Leuten nicht. Der Grund dafür ist nämlich nicht, dass die Probleme kleiner geworden sind. Das Volumen fauler Kredite in den Bankbilanzen wächst. Es soll nach Prognosen in diesem Jahr bis zu 1 Billion Euro faule Kredite in den Bankbilanzen europäischer Banken geben. Und wenn spanische Banken alle Verluste konsequent abschreiben würden, dann hätten sie wahrscheinlich keinen müden Euro Eigenkapital mehr. Und dann würde es auch für deutsche Banken eng, die nämlich in Spanien 50 Milliarden im Feuer haben. Warum also kriegen Pleitebanken plötzlich wieder Geld? Warum wird auf einmal wieder ohne großes Misstrauen gezockt? Ja, der Grund ist ganz einfach.
weil ein riesiges Großbankensubventionsprogramm in Vorbereitung ist. Die Finanzmärkte sind beruhigt, weil den Banken und Hedgefonds zugesagt wurde, dass sie auch in Zukunft keine Angst vor Verlusten haben müssen, sondern dass dafür der Rettungsschirm ESM einspringen wird. Das ist doch die Quintessenz des von der Europäischen Kommission im letzten Herbst vorgelegten Fahrplans für eine Bankenunion. Mindestens bis 2018 soll die Haftung privater Gläubiger komplett ausgeschlossen werden. Ja, und wenn die privaten Gläubiger nicht haften, wer denn dann? Dann soll es doch wieder der Steuerzahler sein, an dem der ganze Finanzmüll hängen bleibt. Und wenn, da geht es hier um Summen. Im Vergleich zu dem ist die ganze bisherige sogenannte Euro-Rettung nichts als eine laue Aufwärmübung. Aber gab es irgendeinen massiven Protest der Bundesregierung und ihrer angeblich eisernen Sparkanzlerin? Ich habe nichts gehört. Ja, Herr Schäuble hat kürzlich vorgeschlagen, das Haftungsvolumen des ESM für die Banken auf 80 Milliarden zu beschränken. Aber dass die Banken und dass die Märkte nach dieser Ankündigung noch nicht mal ein bisschen nervös geworden sind, das zeigt eben auch nur, dass sich inzwischen bis zum letzten Händler herumgesprochen hat, dass rote Linien für diese Bundesregierung nur dazu da sind, überschritten zu werden. Die Deutsche Bank wird wissen, warum sie es sich leisten kann, allein 2012 wieder 3,2 Milliarden Euro an Boni auszuschütten. Ja, warum auch Eigenkapital bilden, wenn man so eine Bundesregierung hat, die eine wunderbare Vollkasko-Verlustversicherung anbietet? Wenn die Bundestagswahl erstmal überstanden ist, dann ist sowieso alles egal. So kalkulieren Sie doch. Und deshalb ja auch die Giftlisten von der weiteren Erhöhung der Mehrwertsteuer bis zu weiteren Angriffen auf die Renten, die bekanntermaßen in ihren Schubladen doch längst lagern. Und das Schlimme ist, dass man leider damit rechnen muss, dass eine SPD unter Herrn Steinbrück das alles auch wieder genauso brav mittragen wird wie die ganzen Bankenrettungspakete der letzten Jahre. Der Chef des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, hat Ihnen bekanntlich vorgeworfen, dass Sie mit Ihrer Politik faktisch eine negative Vermögenssteuer eingeführt haben. Und ich finde, er hat recht. Eine positive Vermögenssteuer, das ist bekanntlich, wenn Millionäre jährlich einen gewissen Prozentsatz ihres Vermögens dafür abgeben müssen an die Allgemeinheit, dass ordentliche Schulen, gute Krankenhäuser und eine auskömmliche Rente finanziert werden können. Ja, und eine negative Vermögenssteuer, das ist natürlich das Gegenteil. Das ist, wenn die Allgemeinheit auf ordentliche Schulen, gute Krankenhäuser und auskömmliche Renten verzichtet, weil sie einen großen Teil ihrer Steuereinnahmen dafür verschwenden muss, Millionäre vor Vermögensverlusten zu bewahren. Das ist die Politik, die Sie machen. Sie machen eine negative Vermögenssteuer. Wir sagen, wir wollen, dass endlich die Millionäre und Multimillionäre zahlen und die, die profitiert haben von diesem ganzen miserablen Geschäft, das in den letzten Jahren in Europa angerichtet wurde. Ihre Politik macht Europa kaputt. Ihre Politik macht die Demokratie in Europa kaputt. Und diese Politik wird weiterhin auf unseren massiven Widerstand stoßen. Milliarden von Steuergeldern sind verpufft. Derjenige, der Verantwortung trug, erwies sich als Marionette. Als Puppenspieler agierte ausgerechnet die Sorte Manager, die zuletzt Besserung gelobte, ein Investmentbanker. Was das Handelsblatt über die Verstaatlichung des Energieversorgers ENBW geschrieben hat, gilt leider auch für die Europapolitik dieser Bundesregierung. Sie handeln wie Marionetten, die Puppenspieler sind die Banker und herauskommen Verträge, wo die Bürgerinnen und Bürger über den Tisch gezogen werden, um die Vermögen der Reichsten zu retten und das Spielcasino-Finanzmarkt am Laufen zu halten. Und es ist ja schon verblüffend, wie auf die gestrigen Gipfelbeschlüsse mit einem Kursfeuerwerk der Aktienmärkte reagiert wird. Europa, ich darf das in Erinnerung rufen, sollte einmal ein Projekt des Friedens, der Demokratie und der Sozialstaatlichkeit sein. Eine Lehre aus Jahrhunderten brutaler Kriege und eine bewusste Alternative zu jenem rüden Kapitalismus, der die Weltwirtschaftskrise und blutige faschistische Diktaturen heraufbeschworen hatte. Europa muss seinem Erbe getreu einen neuen Humanismus verkörpern,
als Hort der Menschenwürde und der sozialen Gerechtigkeit. Das hat Richard von Weizsäcker einmal gesagt. Das heutige Europa, das Sie jetzt mit dem zweiten riesigen Bankenrettungsschirm und dem Fiskalpakt besiegeln wollen, dieses Europa ist das genaue Gegenteil davon. Dieses Europa ist ein Projekt der Zerstörung von Demokratie und sozialer Gerechtigkeit, ein Projekt zur Zerschlagung von Arbeitnehmerrechten, ein Projekt zur Senkung von Löhnen und Renten. Und es ist ein Projekt von Deutsche Bank, Goldman Sachs und Morgan Stanley zur Ausplünderung der europäischen Steuerzahler. Und dass es dahin kommen konnte, dafür sind Sie alle gemeinsam verantwortlich. Sie, Frau Merkel, und Ihre schwarz-gelbe Koalition, für die es offenbar gar keine anderen Werte mehr gibt als die, die auf den Finanzmärkten gehandelt werden und von den Ratingagenturen benotet werden. Aber bitte schön, auch Sie, werte Damen und Herren von der vermeintlichen Opposition von SPD und Grünen, die sich zwar gern vor den Kameras als Regierungskritiker aufblustern, aber bisher nahezu jeder europapolitischen Schandtat dieser Regierung zugestimmt haben, so wie sie es heute auch wieder vorhaben. Bitte sagen Sie mir, dass nicht alles, was ich gelernt habe, umsonst war, schrieb mir vor kurzem eine junge Frau, die aus Begeisterung für Europa und die europäische Idee ein Freiwilligenjahr in Griechenland gemacht hat und die jetzt nach Deutschland zurückkommt und entsetzt ist über das Griechenland-Bashing auf der einen Seite, aber vor allem die Angst hat um ein Land, in dem über die Hälfte ihrer Altersgenossen keinen Job und keine Perspektive hat, in der Schwangere vor dem Kreissaal abgewiesen werden, wenn sie nicht Bargeld dabei haben, in der Rentner auf ihrem Balkon Zucchinis züchten, weil die Rente noch nicht einmal zum Sattwerden reicht, mitten in Europa. Ja, Griechenland hatte große hausgemachte Probleme. Aber diese soziale Katastrophe, die Griechenland heute durchleidet, die ist nicht hausgemacht. Die ist das Ergebnis und Resultat ihrer Politik. Und da hören Sie endlich auf, die Realität durch Lügenworte zu umnebeln. Sie erzählen uns, wir hätten eine Staatsschuldenkrise. Tatsächlich ist es die Bankenkrise, die die Schulden der Staaten immer weiter nach oben treibt, weil sie einerseits milliardenschwere Rettungsschirme aufspannen, weil sie riesige Brandmauern errichten, aber weil sie nichts dafür tun, den eigentlichen Brand zu löschen. Und dieser Brand ist ein nach wie vor viel zu großer, weitgehend deregulierter Finanzsektor, der unverändert mit unverantwortlichen Zockergeschäften immer wieder riesige Verluste produziert. Sie erzählen uns, die Krise in den Südländern ginge auf mangelnde Wettbewerbsfähigkeit zurück. Die spanische Industrie, ja, die produziert heute 30% weniger als 2008. Aber zwischen 2008 und heute sind die spanischen Lohnstückkosten um 9% gesunken. Also daran kann es wohl nicht liegen, sondern es liegt daran, dass diese Banken in Spanien marode sind, dass sie die Realwirtschaft nicht mehr mit Kredit versorgen. Und es liegt zweitens daran, dass in Spanien seit Jahren jetzt schon ein brutales Kürzungsprogramm läuft, das der Wirtschaft die Luft zum Atmen nimmt. Genau das Gleiche, was wir in Griechenland auch schon erlebt haben. Und dieses Katastrophenkonzept soll jetzt mit dem Fiskalpakt auf ganz Europa übertragen werden? Wollen Sie irgendwann auch in Deutschland griechische Verhältnisse? Das ist doch Wahnsinn, Frau Merkel. Und wenn der Fiskalpakt eingehalten wird, dann gucken wir uns mal die Zahlen an. Dann müssten die europäischen Staaten in den nächsten Jahren über 2.000 Milliarden Euro aus ihren Haushalten heraushacken. Bei Gesundheit, bei Sozialem, bei Bildung, bei Renten. Was soll denn dann noch von Europa übrig sein? Und bitte schön, jetzt zu behaupten, Herr Gabriel, dass durch zusätzliche 10 Milliarden für die Europäische Investitionsbank und die Umwidmung einiger Gelder in der EU, dass das dadurch aufgefangen wird. Also machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wer Wachstum und Wohlstand in Europa will, der muss den unsäglichen Fiskalpakt mit seinen billionenschweren Kürzungsdiktaten stoppen. Und wer das nicht macht, der heuchelt. Das sage ich Ihnen ganz deutlich. Und
Es spricht auch viel dafür, dass die geplante Finanztransaktionssteuer eine Mogelpackung wird. Immerhin rechnet Herr Schäuble gerade mal mit Einnahmen von 2 Milliarden €. Schauen Sie sich doch mal an, was auf den Derivatemärkten umgesetzt wird. Eine ordentliche Steuer müsste wesentlich mehr einbringen. Und Frau Merkel, ich sage Ihnen auch, wenn Sie weiter die europäischen Staaten mit brutalen Kürzungsprogrammen in die Krise zwingen, statt sie endlich durch Direktkredite der Europäischen Zentralbank von der Zinstreiberei der Finanzmärkte unabhängig zu machen, dann werden Sie nicht als eiserne Kanzlerin in die Geschichte eingehen, sondern als Totengräberin des Euro. Sie erzählen uns, dass der Fiskalpakt dazu da wäre, die Schulden zu senken. Auch das ist unwahr. Wenn Sie die öffentliche Schuldenexplosion eindämmen wollen, dann müssen Sie endlich aufhören, weitere Milliarden auf Pump in den Finanzsektor zu schleusen. Aber das haben Sie ja überhaupt nicht vor, denn parallel zu diesem europäischen Kürzungspakt soll der Bundestag ja heute das nächste Milliardengrab absegnen, nämlich den ESM. Und wir haben ja, oder Sie beziehungsweise einen Nachtragshaushalt vor kurzem beschlossen, wo 8 Milliarden schon mal eingestellt wurden, um die erste Überweisung an diesen großen neuen Bankenrettungsschirm zu leisten. Ich möchte Ihnen gar nicht vorrechnen, wie Sie die Lebenssituation, die Bildungschancen von Kindern aus Hartz-IV-Familien verbessern könnten mit diesen 8 Milliarden. Oder schauen Sie sich die Situation in deutschen Kommunen, in Städten und Gemeinden an. Da werden Bibliotheken, Schwimmbäder, Grundschulen geschlossen. Wegen Beträgen, die im Vergleich zu diesen 8 Milliarden lächerlich gering sind. Aber die Gemeinden haben seit Jahren kein Geld. Für die Kinder haben sie kein Geld. Aber endlose Milliarden haben sie offensichtlich, um die Banken zu retten. Also hören Sie wenigstens auf, vom Sparen zu reden. Sie sparen überhaupt nicht. Sie verschleudern Milliarden. Und sie nehmen den einen und sie geben den anderen. Und das nenne ich nicht Sparen, das nenne ich Umverteilung. Und wer von dieser Umverteilung tatsächlich profitiert, ja, das können Sie ja deutlich in Griechenland besichtigen. Zu Beginn seiner vermeintlichen Rettung hatte Griechenland 300 Milliarden € Schulden, die von Banken, Hedgefonds und vermögenden Privatanlegern gehalten wurden. Heute hat Griechenland 360 Milliarden Schulden, aber für 300 Milliarden davon haften jetzt die europäischen Steuerzahler. Und an diesem Beispiel sieht man übrigens auch, was mit den vermeintlichen Hilfsgeldern passiert. Sie gehen nicht an griechische Rentner, sie gehen an die europäische Finanzmafia. Spanien soll jetzt bis zu 100 Milliarden für seine Banken bekommen. Und auch das Geld wird nicht in Spanien bleiben. Allein die Deutsche Bank hat 14 Milliarden in Spanien im Feuer. Und die sind natürlich hoch erfreut, dass der deutsche Steuerzahler weiter brav überweist. Und Herr Brüderle, Sie haben gerade hier populär rumgetönt, dass die Oma mit ihrem Sparbuch nicht für die Investmentbanker haften soll. Ja, wenn Sie das ernst nehmen, dann müssen Sie und Ihre Fraktion heute aber geschlossen gegen den ESM stimmen. Denn der bedeutet genau das, was Sie gesagt haben, dass Rentner, Beschäftigte und Arbeitslose für die Zockereien der Investmentbanker zahlen müssen. Und wer den Steuerzahler solcher Risiken aussetzt, wir reden hier über zwei gigantische Rettungsschirme im Volumen von Haftungen für Deutschland von 300, eventuell von 400 Milliarden Euro. Wer solche Risiken provoziert, der sollte rot anlaufen, wenn er überhaupt noch von Haushaltskonsolidierung redet. Nehmen Sie doch das von Ihnen selber beschworene Prinzip der Haftung. Nur einmal ernst. Wer den Nutzen hatte, soll auch den Schaden tragen. Wer hatte den Nutzen? Es ist doch kein Zufall, dass parallel zu den Staatsschulden auch die privaten Vermögen der oberen 10.000 in Europa immer neue Rekorde erreichen. Holen Sie sich das Geld doch dort zurück. Da liegen die Milliarden, die uns fehlen. Da häufen Sie sich und da können Sie sich auch holen, ohne Fiskalpakt und ohne Zerstörung der Demokratie. Aber Sie tun das Gegenteil. Sie vergemeinschaften die Schulden gerade, damit die Finanzvermögen der Reichen nicht entwertet werden. Und um das nötige Geld einzutreiben, soll jetzt die Budgethoheit der Länder in der Staaten zugunsten einer Brüsseler Eurokratie aufgehoben werden, weil die natürlich rücksichtsloser kürzen kann. Das ist doch die Wahrheit, was dahinter steht. Das ist der Kern Ihrer Politik. Sie retten nicht den Euro, Sie retten die Euros der Millionäre. Und dann seien Sie wenigstens so ehrlich. Seien Sie wenigstens so ehrlich und sagen das den Bürgern. Sagen Sie ihnen, dass der soziale Bundesstaat, den das Grundgesetz festschreibt, sich mit den vorliegenden Verträgen erledigt hat.
Sagen Sie ihnen, dass sie auch in Deutschland in Zukunft ein Parlament wählen dürfen, das nicht mehr viel zu sagen haben wird, denn auch Deutschland gehört zu den Ländern, deren Staatsverschuldung weit über dem liegt, was der Fiskalpakt verlangt. Sagen Sie den Menschen, dass das ein kalter Putsch gegen das Grundgesetz ist. Werte Abgeordnete von CDU und CSU, Ihre Parteien haben in der Nachkriegszeit den Slogan Wohlstand für alle auf ihre Fahnen geschrieben. Jetzt zerstören Sie den Wohlstand von Millionen. Sie nehmen den Armen das Brot, weil sie zu feige sind, den Reichen das Geld zu nehmen. Halten Sie das für christlich? Und werte Abgeordnete der Liberalen, dass ein Staat private Verluste sozialisiert, wenn die Betroffenen nur reich und einflussreich genug sind. Das ist alles, aber kein Liberalismus. Wollen Sie das wirklich vertreten? Und werte Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie tragen das sozial und demokratisch in Ihrem Parteinamen. Sie haben sich an diesem Anspruch in den letzten Jahren schon oft genug versündigt mit der Agenda 2010, mit der Deregulierung der Finanzmärkte, mit Hartz IV, mit der Zerschlagung der gesetzlichen Rente. Aber Knebelverträgen zuzustimmen, mit denen Sozialstaat und Demokratie in Europa endgültig zu Grabe getragen wären, das heißt, die Agenda-Politik für Deutschland mit Ewigkeitsgarantie zu versehen. Und da muss ich Sie wirklich fragen, da muss ich Sie schon fragen, ist das Linsengericht nach der nächsten Wahl wieder als Juniorpartner einer großen Koalition mittun zu dürfen? Ist es das wirklich wert, Ihren Wählern noch einmal derart ins Gesicht zu schlagen? Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie wurden als Abgeordnete auf Basis unseres Grundgesetzes gewählt. Wenn Sie noch ein Gewissen haben, als Demokraten und als Europäer, dann bitte ich Sie, folgen Sie diesem Gewissen und stimmen Sie heute mit Nein. Vielen Dank. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, es ist ja neuerdings in der deutschen Debatte zu einem Vorwurf geworden, wenn jemand versucht, etwas zu verstehen. Und ich glaube, zumindest das kann man Ihnen, Frau Merkel, nicht vorwerfen. Sie sind wirklich keine Versteherin, weder von Russland, noch von Frankreich, noch von anderen Ländern. Sie glauben offenbar eher, die Probleme von oben herab lösen zu können. Dass immer mehr Menschen eine EU als Bedrohung empfinden, die nichts mehr zu tun hat mit den großen Ideen der Freiheit, der Sozialstaatlichkeit, der Demokratie und der Solidarität, die sie stattdessen entmündigt, die ihre demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten einschränkt. Eine EU, die unter Solidarität nur noch den perversen Vorgang versteht, hunderte Milliarden für Rettungsschirme zu verpulvern, die am Ende nur reichen Anlegern und Banken etwas nützen. Eine EU, die mit ihrem Marktfanatismus und ihrer Wirtschaftshörigkeit die Kluft zwischen Arm und Reich in Europa immer tiefer aufreißt. Wer sich wundert, dass auf einem solchen Boden die Saat die nationalistische und rechtspopulistische Saat gedeiht, der hat nichts, aber auch wirklich gar nichts verstanden. Das ist auch Ihre Saat, Frau Merkel. Das ist auch das Ergebnis der von Ihnen verantworteten Politik. Und wenn sich das nicht ändert, wenn die Krisenlasten nicht endlich von denen getragen werden, die von der ganzen Party profitiert haben, wenn die Armut in Europa weiter wächst und wenn der soziale Ausgleich scheitert, dann scheitert Europa. Und das ist dann auch Ihre Mitverantwortung, Frau Bundeskanzlerin. Schluss mit Oligarchie und Korruption. Demokratie und bessere soziale Absicherung, das waren die Anliegen der ursprünglichen Maidan-Bewegung. Sie wurden von den aktuellen Machthabern in Kiew komplett verraten. Und auch von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, indem Sie diese Machthaber unterstützen. Auch in anderen europäischen Ländern haben nationalistische, rechtspopulistische, teils offen faschistische Kräfte wie die Goldene Morgenröte in Griechenland kräftig zugelegt. Wenn das nicht als Weckruf taugt, dass es in Europa nicht so weitergehen kann wie bisher, worauf wollen Sie dann noch warten? Darauf, dass Frau Le Pen französische Präsidentin wird?
Und es liegt deshalb in der unbedingten Verantwortung der Bundesregierung, sich klar und entschieden gegen Obamas erschreckende Kriegsrhetorik und die angekündigte Truppenstationierung in Osteuropa auszusprechen. Wir brauchen keine weitere militärische Provokation. Und wir brauchen auch nicht noch mehr Waffen in dieser waffenstarrenden Welt. Und wer über 100 Jahre, wer genau 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs und wer nach den Gräueln des Zweiten Weltkrieges immer noch über führbare Kriege inmitten von Europa nachdenkt und Fantasien entwickelt, ich muss sagen, der ist krank im Kopf und der muss in die Schranken gewiesen werden, egal ob er Obama, Rasmussen oder sonst wie heißt. Und deshalb, Frau Merkel, lösen Sie sich endlich aus dem Schlepptau dieser US-Kriegspolitik. Setzen Sie sich möglichst gemeinsam mit Frankreich dafür ein, dass Europa sich diesem Eskalationskurs verweigert. Und schon gar keine Statistik misst, wie viele junge Menschen mit dieser Gesellschaft für immer innerlich abgeschlossen haben, weil sie mit einer Rekordarbeitslosigkeit, gerade für Jugendliche von 60%, ihnen nie eine Chance geben wird. Aber gut dokumentiert dagegen ist, in den gleichen 3 Monaten hat sich das Vermögen der europäischen Millionäre und Multimillionäre wieder einmal um fast 100 Milliarden Euro erhöht. So sieht Ihr Europa aus, Frau Kanzlerin. So sehen die Folgen der Politik aus, die Sie ganz Europa diktieren. Eine Politik, die Banker und Oligarchen mit Samthandschuhen anfasst und die die kleinen Leute dazu zwingen will, für die Zockerverluste der oberen 10.000 zu bezahlen. Und da sage ich Ihnen, Frau Kanzlerin, das ist nicht christlich. Das ist unmenschlich und brutal. Und da glauben Sie im Ernst, dass die Zinsen für Staatsanleihen auf einem neutralen Markt gebildet werden, der sachlich, weise und selbstlos die Wirtschaftsdaten bewertet? Also ich bitte Sie, so naiv kann heute gar niemand mehr sein. Frau Merkel, da kann ich mir den Kommentar nicht verkneifen. Mir erscheint Ihre Sensibilität für demokratische Grundsätze da etwas selektiv zu sein. Undemokratische Politik ist nicht nur in Russland ein Problem. Undemokratische Politik ist auch ein Problem, wenn es mit Ihrer Zustimmung auf einem EU-Gipfel, wenn sie dort verabschiedet wird. Und dass es im zweiten Teil des Gipfels auch noch um Aufrüstung gehen soll, dass Sie sich also in der schwersten Krise der EU offensichtlich auch noch darum sorgen, wie man mehr Geld für Waffen aufbringen kann, ich finde, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Währenddessen hat Papst Franziskus in seiner jüngsten apostolischen Botschaft sehr deutlich daran erinnert, was wirklich die Aufgaben einer Politik waren. Und ich lege gerade dem Teil des Hauses, der sich christlich nennt, meines Erachtens mit diesen Wertevorstellungen, aber mit seiner Politik nichts mehr zu tun hat, sehr nahe, diese Botschaft mal zu lesen. Sie tun mit Ihrer Europapolitik sowohl CDU, CSU als auch SPD, und das war ja auch in der letzten Legislatur schon wirklich eine große Gemeinschaft in der Europapolitik, Sie tun tatsächlich Ihr Bestes, dass die Zahl der alten Menschen, die auf der Straße leben müssen in Europa, steigt und nicht sinkt. Und Sie haben freilich mit Ihrem Koalitionsvertrag den deutschen Aktienindex DAX nicht in die Best getrieben, sondern zu einem Jubelsprung nach oben verursacht. Ich glaube, es ist erschütternd, dass Ihnen beides offenbar noch nicht einmal zu denken gibt. Die Linke zumindest nimmt die päpstliche Botschaft ernst, und zwar nicht nur zu Weihnachten. Meine Fraktion sagt daher Nein zu dieser unverantwortlichen Europapolitik, Nein zu einer Bankenrettung auf Kosten der Steuerzahler, Ja zur Demokratie und Europa, zu Demokratie und Sozialstaat in Europa und deswegen Nein zur Politik dieser großen Koalition. Ich danke Ihnen. Ich lese Ihnen mal vor, was ein tapferer Oppositionspolitiker hier an diesem Pult vor etwa einem Jahr der schwarz-gelben Regierung entgegengeschleudert hat. 25% der Beschäftigten in Deutschland arbeiten in sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen. Jeder zweite neu zu besetzende Arbeitsplatz ist befristet. Wir reden in Deutschland nicht nur über Altersarmut. Wir reden auch über Jugendarmut, Familienarmut, die Armut von Alleinerziehenden. Früher galt in unserem Land, Fleiß und Anstrengung lohnen sich.
Heute führt nicht Leistung zum Aufstieg, sondern Beziehungen, Herkunft, Vermögen, im Zweifel Erbschaften. 80% der Gemeinwohllasten werden heute von den ganz normalen Menschen getragen. Nur 12% der Gemeinwohllasten tragen die Einkommensbesitzer von Kapital und Vermögen. Soweit die Anklage. Tja, der tapfere Oppositionspolitiker ist heute Wirtschaftsminister, redet von sozialer Marktwirtschaft, redet von guten Löhnen. Herr Gabriel, das ist vollkommen unglaubwürdig. Was wollen Sie an den hier kritisierten Verhältnissen in der Substanz wirklich ändern? Gar nichts wollen Sie ändern, wenn ich Ihren Koalitionsvertrag richtig gelesen habe. Ja, gucken Sie sich doch die Einzelhandelsumsätze an. Ja, es steigen die Ausgaben für Lebensmittel, für Energie, für Mieten. Aber der Einzelhandel stagniert und ist im letzten Dezember sogar wieder eingebrochen. Und das nicht, weil sich Menschen in Deutschland, weil sie keine Lust mehr haben, sich Geschenke zu Weihnachten zu machen, sondern der Einzelhandel stagniert, weil die Lohnentwicklung nach wie vor mies ist. Und das letzte Jahr war eben kein positives Beispiel. Der Einzelhandel stagniert, weil die Rentenentwicklung nach wie vor miserabel ist, weil seit Jahren die Rentenerhöhungen noch nicht einmal die Inflation ausgleichen. Und es ist natürlich auch so, dass die explodierenden Strompreise, die Sie ja durchaus nicht absenken wollen, natürlich einen großen Teil des Haushaltsbudgets wegfressen. Das heißt, es liegt letztlich daran, dass die Leute schlicht nicht mehr genug Geld im Portemonnaie haben, um sich den Konsum leisten zu können, den sie sich liebend gerne leisten würden. Und daran wird sich nichts ändern, solange sie an Leiharbeit, an Werkverträgen, an Hartz IV und an Rentenkürzungen festhalten. Und ich sage Ihnen auch beim Mindestlohn. Wir brauchen nicht löchrige 8,50 Euro irgendwann, sondern wir brauchen endlich 10 Euro die Stunde, und zwar sofort und flächendeckend. Das ist das, was auch dem Maßstab unserer europäischen Nachbarländer entsprechen würde. Immerhin, die kleinen Leute abzukassieren, weil man sich an die Millionäre und Großverdiener nicht rantraut. Das war schon der gemeinsame Nenner der letzten großen Koalition. Aber eine solche Politik kann nur in die Stagnation oder in Schlimmeres führen. Das erleben wir ja europaweit. Also, Herr Brüderle, wenn Sie hier sagen, dass wir stolz darauf sein müssen, dass in Deutschland immerhin noch das Parlament über Milliardenausgaben öffentlicher Haushalte entscheidet, also dann ahnt man ja, und auch mit ziemlicher Sorge, worauf man sich hier in Zukunft noch einzustellen hat. Mit dieser Bankrott Ihrer Griechenlandpolitik nicht offensichtlich wird, werfen Sie diesem verlorenen Geld jetzt noch einmal Milliarden hinterher. Ich finde, das ist eine verantwortungslose Veruntreuung von Steuergeld. Und im Ergebnis sind die griechischen Schulden heute um 60 Milliarden Euro höher als vor dem ersten Hilfspaket. Also wenn das kein Bankrott Ihrer Politik ist, was ist denn das dann? Also ich sage Ihnen, das Einzige, was aufwärts geht, und das sehr zuverlässig, sind nach wie vor die griechischen Schulden. Und diese Traumrenditen der Spekulanten finanzieren Sie mit dem hart erarbeiteten Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger. Ja, sind Sie denn noch bei Sinnen? Die Finanzmafia hat an ihrer großartigen Euro-Rettung schon mehr als genug verdient. Und ich meine, statt ihr immer neue Milliarden in den Rachen zu werfen, wäre es endlich an der Zeit, sie zu einem Totalverzicht, zumindest auf den Teil der Griechenland-Anleihen, zu zwingen, die sie noch nicht beim Steuerzahler abgeladen haben. Aber auch der zweite Teil, auch der Rest des Griechenland-Pakets, der geht ja auch nicht etwa an griechische Apotheken und Busunternehmen, geschweige denn an Menschen in Not. Dieser zweite Teil wird den griechischen Banken zur Verfügung gestellt, um deren Kapitalausstattung zu verbessern. 25 Milliarden sollen da reinfließen. Warum hält man sich nicht an die Eigentümer und an die Gläubiger dieser Banken? Warum hält man sich sowieso nicht mal einmal an die griechische Oberschicht, die ihren riesigen Reichtum ja gerade dem korrupten griechischen System und damit auch den ganzen Schulden verdankt, die da in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden? Oder will man den griechischen Millionären gar nicht ans Geld, weil es auch in Deutschland zu ihrem Politikstil gehört, lieber zehnmal der Mittelschicht in die Tasche zu greifen, als auch nur einmal bei den wirklich Reichen zuzulangen? Das ist doch ihre Politik. Und diese feige Politik, die haben Sie von Anfang an auch in Griechenland gemacht. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird Griechenland weiter in den Abgrund taumeln und der deutsche Steuerzahler verdammt hohe Kosten zu schultern haben.
Und wem wollen Sie diese absurde Politik eigentlich noch erklären? Wem wollen Sie erklären, dass Sie als christliche Partei für irgendwelche Spekulanten den Weihnachtsmann spielen, während Sie gleichzeitig den Kauf eines Weihnachtsbaums aus den Hartz-IV-Regelsätzen gestrichen haben, weil das offenbar den Bundesetat überfordern würde? Wem wollen Sie erklären, dass hier in Deutschland Straßen verrotten, Schulen verfallen, in Krankenhäusern Dauernotstand herrscht, weil die Länder und Gemeinden mit der Schuldenbremse, mit der sogenannten, stranguliert werden, während Sie durch Beschlüsse wie den heutigen Deutschland immer tiefer in den Schuldensumpf hineintreiben? Aber ich frage Sie, warum spielen Sie dann alle als brave Marionetten in dieser Fassadendemokratie mit und lassen eine Koalition weiter herumstümpern, die offenbar glaubt, die soziale Realität in Deutschland und Europa ließe sich genauso leicht frisieren wie der Armuts- und Reichtumsbericht? Die Linke jedenfalls wird auch diesmal gegen das verantwortungslose Verbrennen von Steuergeldern und gegen den bankenhörigen Europakurs der Kanzlerin stimmen, der Europa kaputt macht, der die Menschen gegeneinander aufbringt und der auf jeden Fall verantwortungslos gegenüber dem europäischen Projekt und den europäischen Ideen ist.